Hallo Leute, hier ist Christian und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, meinem Unboxing, aber wie gewohnt auch meinem ersten Eindruck von einem weiteren Oppo-Device, nämlich vom Oppo Find X2 Lite. Nachdem ich euch dieses Jahr schon unzählige Oppo-Geräte vorgestellt habe, sei es aus der Mittelklasse, sei es aus dem Einsteigerbereich oder wie in der letzten Woche auch eine Smartwatch, möchte ich euch heute das Oppo Find X2 Lite zeigen, was mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499 Euro, ich würde sagen, in der gehobenen Mittelklasse spielt. Was das Gerät für diesen Preis so kann, vielleicht aber auch nicht so kann und wo es sich auch vom Oppo Find X2 Neo unterscheidet, was unverbindlich 200 Euro mehr kostet, das seht ihr in den nächsten Minuten meines Videos. Jetzt kommt aber noch ein ganz kurzes Intro und dann geht schon los mit dem Unboxing und auch dem Ersteindruck vom Oppo Find X2 Lite. Und damit starte ich auch schon mein Unboxing und auch meinen ersten Eindruck vom Oppo Find X2 Lite. Und wie gewohnt gibt es an dieser Stelle erstmal einen kurzen Rundgang um die Verpackung. Die ist Oppo-typisch, zumindest für das Jahr 2020 komplett in Blau gehalten. Find X2 Lite ist der Name. Das sind die Speichergrößen, nämlich 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB intern. Und auf der Rückseite habe ich den Hinweis, welche Farbvariante ich bekommen habe, nämlich die Farbe Weiß. Alternativ gibt es auch noch Schwarz. Und dann zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499 Euro und damit ungefähr 200 Euro günstiger als das Oppo Find X2 Neo. Schauen wir uns zu Beginn erstmal den Lieferumfang an. Dort haben wir eine kleine Schachtel mit SIM-Karten-Tool, etwas Lesestoff und eine TPU-Schutzhülle, wie man es auch vom Neo kannte. Dann haben wir das Smartphone an sich. Das lege ich aber noch mal kurz zur Seite. Und dann natürlich noch die üblichen Verdächtigen. Zum einen noch das Netzteil. Wir haben ein Daten- und Ladekabel auf der einen Seite mit USB-A, auf der anderen Seite mit USB-C. So gehört sich das für 2020. Und wir haben auch hier ein paar Kopfhörer dabei. Da schaue ich mal, ob Klinke dabei ist. Dort haben wir einen Klinkenstecker. Bedeutet auch hier, dass das Find X2 Lite mit einer Klinkenbuchse ausgestattet ist und man so nativ Kopfhörer an dem Gerät anschließen kann. Wir haben dann noch ein Netzteil und auch dieses Netzteil ist Whoop Charge 4.0 fähig. Das heißt, es wird mit 30 Watt geladen, das Gerät, und innerhalb von 20 Minuten sollen 50% wieder in dem Gerät sein. Was es allerdings hinsichtlich Lademöglichkeiten nicht gibt, ist Wireless Charging. Das heißt, man kann es nicht drahtlos aufladen. Was ich auch zu dem Preis relativ schade finde, muss ich sagen, das wäre natürlich noch so ein richtiger Dealbreaker gewesen. Ansonsten die Farbe auf der Rückseite, so ein richtiges Weiß ist auch das nicht. Es ist eher so ein Perlmutt, würde ich sagen. Die Rückseite besteht aus Kunststoff, ist griffig, nimmt dadurch aber auch natürlich einige Fingerabdrücke auf und man sieht sehr gut diesen Verlaufston, der unten in so einen leichten Pink-Farbton, Lila-Farbton übergeht, je nachdem, wie man das Gerät natürlich im Licht hält bzw. wie es sich im Licht spiegelt. Und den Rundgang, würde ich sagen, beginnen wir direkt auf der Rückseite. Dort haben wir eine Vierfachkamera, Weitwinkel 48 Megapixel, Videoaufnahmen mit 4K 30 FPS möglich, Ultraweitwinkel 8 Megapixel, f2.2 Blende. Und dann haben wir noch 2x2 Megapixel Porträtkameras dabei, wobei ich auch gelesen habe, sollte, dass das mehr so Filterkameras sind für Monochromsensor bzw. Retro-Effekte. Muss ich natürlich mal sehen, wie sich das im Test schlägt, beziehungsweise ob die tatsächlich einen Nutzen haben. Meistens, und das ist jetzt auch komplett unabhängig hier vom Find X2 Lite, bin ich von diesen Kameras mit 2 Megapixel in den Geräten der Mittelklasse eher weniger begeistert. Auf der linken Seite haben wir zum einen den Einschub für die SIM-Karte. Wie mir bekannt ist auch nur Single SIM und wie mir bekannt ist auch keine Micro-SD-Kartenerweiterung, werde ich mir natürlich anschauen. Wir haben hier Lautstärkeregulierung zweiteilig, wieder relativ mittig des Gehäuserahmens platziert und damit natürlich auch wieder genau gegenüberliegend vom Power-Button, der hier auf der rechten Seite sitzt, was ich extrem gut finde. Und der wurde nochmals mittels grüner Farbe etwas farblich abgesetzt, sieht auch sehr gut aus. Auf der Oberseite haben wir noch ein zweites Mikrofon für Telefonate. Unterseite dann 3,5 mm Klinkenbuchse, die ich schon erwähnt habe, USB-C, Mikrofon für Telefonie und auch den Mono-Lautsprecher. So wie mir bekannt ist, gibt es hier keine Stereo-Lautsprecher. Ich schalte das Gerät mal ein auf der rechten Seite. 163 Gramm hoch, 74 breit, 7,9 mm dick und ein Gewicht von ungefähr 180 Gramm.
Das ist durchaus in Ordnung, da muss man nicht meckern. Auf der Vorderseite haben wir ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display mit Full HD Plus Auflösung, heißt in dem Falle 2400 x 1080 Bildpunkte. Leider nur 60 Hertz im Gegensatz zum Find X2 Neo mit 90 Hertz und einer Pixeldichte von 408 ppi, die in diesem Falle aber wieder extrem gut ist und auch für die Mittelklasse absolut ausreichend ist, sodass hier die Schärfe der Inhalte keine Probleme darstellen sollten. Dort habe ich meine Region, nämlich Deutschland. Ich stimme der Benutzervereinbarung zu. Alles Weitere müsst ihr nicht anklicken, um weiterzugehen. Das WLAN überspringe ich in diesem Fall mal auch. Bestes WLAN automatisch auswählen, da gehe ich auch einfach mal weiter. Google-Dienste werde ich akzeptieren. Sperrbildschirm, Passwort werde ich später festlegen, weil ich möchte euch ja die Oberfläche zeigen. Ich gehe mal auf Weiter. Ich möchte auch momentan keine Daten importieren. Und damit bin ich auf der Oberfläche von Android 10 und ColorOS 7, also das Neueste, was momentan Oppo zu bieten hat. Wir haben hier unter anderem den Snapdragon 765G dabei. Und ihr seht, ich bin schon im Energiesparmodus gelandet. Wir haben den Snapdragon 765G dabei, 5G-fähiger Prozessor. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, auch im schnellsten Datennetz, sofern natürlich in Deutschland verfügbar, zu surfen. 8 GB RAM, 128 GB intern und wie gesagt, ein Akku mit 4025 mAh, der locker wahrscheinlich auf Laufzeiten von 1,5 Tagen kommen dürfte. Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1, NFC ist dabei und der Fingerabdrucksensor sitzt wieder hier im Display. Ich schätze mal im unteren Drittel, worüber das Gerät entsperrt werden soll. Natürlich alternativ gibt es hier auch eine Gesichtsentsperrung, dann allerdings nur auf 2D-Basis und oben haben wir noch eine 32-Megapixel-Frontkamera für die Selfie-Aufnahmen. Generell muss man sagen, die Rahmen rundum relativ dünn gehalten, Waterdrop-Notch im oberen Bereich, Rahmen unten etwas dicker. Ich schaue mir mal die Blickwinkel an. Ja, so ein ganz leichter Helligkeitsverlust ist tatsächlich vorhanden, wenn man das Display tippt. Ich gehe aber auch mal davon aus, dass es aufgrund der Helligkeitseinstellung kein Problem sein wird, das Teil auch bei direkter Sonneneinstrahlung ablesen zu können. Ansonsten Verwindungssteife extrem gut und obwohl das Gerät aus Kunststoff gefertigt ist, muss man sagen, dass es sich nicht schlecht anfühlt. Auf der anderen Seite, für 500 Euro UVP darf man hier theoretisch auch Glas erwarten. Auf der anderen Seite wiederum, ein Samsung Galaxy Note 20 hat auch bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 949 Euro auch Kunststoffrückseite. Von daher, ich weiß nicht, wohin der Weg führen soll, ob jetzt Hersteller tatsächlich wieder auf Kunststoff setzen oder ob denen das einfach egal ist, ob man Kunststoff oder Glas verbaut. Jedenfalls, meiner Meinung nach, kann man für 500 Euro auch theoretisch Glas auf der Rückseite erwarten. Ich bin damit erstmal durch mit dem Unboxing und auch meinem ersten Eindruck zum Oppo Find X2 Lite und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Ein Gerät, was von den Abmessungen für mich absolut in Ordnung ist. 6,4 Zoll Display ist jetzt auch nicht das größte, zumindest in 2020. Die Specs hören sich eigentlich ganz gut an. Ich bin tatsächlich auf den Akku gespannt. Muss mal schauen, wie der Lautsprecher ist. Stereo wäre mir natürlich lieber gewesen. Auf der anderen Seite scheint es ein durchaus rundes Paket zu sein, das sehr wahrscheinlich nur in einigen wenigen Punkten irgendwie Abstriche hinnehmen muss bzw. Schwächen aufzeigen wird. Damit bin ich jetzt aber wirklich am Ende. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Videos einschaltet, den Kanal abonniert, gerne kommentiert und vor allem auch das Video liked. Bis dahin, macht's gut und ciao.